You have any idea how humiliating that was? Was geht Sie das an? I'm no longer a police officer. Glauben Sie wirklich, dass ich meine Probleme so löse? You didn't do this, okay? Breathe. You're wasting my time. Ich will mich verändern. Oh Gott! Was? So schön. Ja. Enough! Okay? This is enough. Mr. Baptiste? Hello, I'm Major Zhofi Arslan, Head of Special Affairs. I'm afraid you wasted your time. Did you speak with the Interpol, with the Officer Geneviève Taylor? I know who you are. I have nothing but respect for what you have done. But, I'm sorry, excuse me. And you touched nothing else. Just the phone. Mrs. Chambers picked it up against my instructions. You shouldn't even have been in the woods at all. The ambassador's husband is dead. The children, who knows where? You have no place here. Mrs. Chambers, you need to go home. How am I supposed to go home? I'll stay. I'll let you know as soon as we learn anything, if that's okay. If it wasn't for me, you would never have found this man. Fine. I just did too bloody close. I'm so stupid. You didn't do this, okay? Breathe. Whoever missed that knife on the search has a lot to answer for. She knows the person behind the mask, that she is in contact with them. Although, she denies this, of course. Why do you keep looking at them? Because she's about to break up with him, to end their marriage. How do you know? There is more you wish to tell me. Pamela Agoston is giving a speech tomorrow. Intelligence suggests there is violence planned. I'm a policeman to no country. Huh? I want to bring you in, a consultant. Like you were in Amsterdam. No. No. Just like that. How did you know? I didn't think I would see you again. Are you disappointed? You chose a nice spot. You would think after Jozef Varush, putting up a Gamora mask would be in poor taste, huh? So, go on. What's this? In case you forgot, I'm just a security guard. I'm no longer a police officer. That's why we need your help. The man is a murderer. He's also connected to one of the worst atrocities on Hungarian soil. Call the police! Goodbye! He can help me find my son. And why would he do that? Mi van mit nézel? Semmi. Láttalak már itt máskor is. Te is benne voltál? Te is itt voltál a mocskos kis gecikkel? Ha? Hova mész? Ha? Hova mész? Megpróbáltad volna megakadályozni. Most ezek az emberek, akik megölték az apámat, aki segíteni próbált neked, ezek szabadon járkálnak. Maga nem ismeri azokat az embereket, jó? Nagyon sajnálom az apját. Tényleg. De látta, hogy mire képesek ezek az emberek. Apám soha nem bántott senkit. Majdnem az egész életét itt élte le ebben a kerületben. Nagyon sok jót tett. És mit akarsz? Bocsánatot kérek? Pontosan ezt akarom. Na, húzzál innen. Ez most komoly? Ez komolyabb, mint gondolnád. Te akarod, hogy az országomból bazd meg. Das schöne Paillettenkleid für eure Mutter. Was ist? Und 320 Euro hätte ich gerne. Sind Sie nicht die Mutter von Suhail? Ja. Habe ich so meinen Sohn erzogen? Was willst du? Ist ja nie da, um ihn zu erziehen. Wie soll er denn werden? Ich arbeite von morgens bis abends. Und ich? Damit ihr ein schönes Leben habt. Du hier wieder so ein Theater. Papa muss arbeiten. Nein, lass ihn. Setz dich hin, wir müssen reden. Setz dich hin. Wir haben uns das gut überlegt, als du klein warst. Als du gerade angefangen hast zu laufen, sollen wir dich jüdisch erziehen? Papa und ich haben uns entschieden,
dass sie nicht wie Juden aufwächst. Weil wir beide auch nicht religiös sind. Ja. Wir sind stolz, Juden zu sein. Aber wir sind nicht religiös. Deswegen haben wir auch bei dir keine Bar Mitzvah gemacht. Obwohl deine Oma sehr schön mit uns geschimpft hat. Du, so als ob du nichts mitbekommst im Wedding. Komm bloß nicht auf die Idee, dich zu wehren. Ist was passiert? Hier ist alles so anders. Es gibt kaum Deutsche. Die meisten haben schwarze Haare. So wie wir. Hast du Hunger? Nee, dankeschön. Gute Nacht. Sie sollten sich von diesem Klischee-Denken befreien. Nur weil ich aus der Ukraine stamme und mich mit einem Politiker gut verstehe, bin ich nicht gleich korrupt. Trotzdem muss ich Sie fragen, wo Sie letzte Nacht waren. Glauben Sie wirklich, dass ich meine Probleme so löse? Ich war bei meiner Familie. Ich werde für den Herrn Ladona und seine Tochter beten. Seine Tochter ist heute Morgen verstorben. Das tut mir sehr leid. Aufrichtig. In dem Zusammenhang haben wir einen Mann festgenommen, der stammt aus der Ukraine. Ja? Und? Jedes Land hat seine schwarzen Schafe. Ja, und die meisten kennen sich untereinander. Ach, ist es so? Ja, wie auch immer, ich verkehre nicht mit solchen Leuten. Der Mann ist verrückt. Er ist besessen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er nicht mehr davon abzubringen. Er diffamiert mich seit über 6 Monaten. Er beschädigt massiv meinen Ruf. Wenn jemand wütend sein dürfte, dann ich. Es ist besser, Sie gehen jetzt. Dann danke für das Gespräch. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Er spielt mit Ihnen und Sie merken das nicht. Er spielt mit allen. Das war alles nur Theater, um den Verdacht auf mich zu lenken. Warum sollte er das tun? Weil er das war. Wir bewegen uns mit unseren Geschäften in absolut legalem Bereich. Und warum versuchen Sie dann, den Verdacht auf den Herrn Ladona zu lenken? Kennen Sie das Sprichwort, schwarze Seelen tragen weiße Hemden? Ja, das frage ich mich auch, wie ich zu dieser Ehre komme. Aber das hat ja in Österreich eine lange Tradition. Mann, bitte. Sie hat Ihnen das Angebot gemacht, damit Sie Kupczyk aus dem Weg räumen. Eine sehr schöne Geschichte. Hören Sie mal. Ich bin Geschäftsfrau, okay? Oh, na, hallo. Ich bin doch so. Szereted? Aha. Én is dolgoztam itt régen. Igen? Uh-huh. Mikor? Meg 35-esek voltak? Mondjuk tényleg? Há, jó régen volt. Én mi? Hol dolgozol? Jó, szerkesztő vagyok. Igen? Újság? Ilyen online újság. Másokra koncertlan gondolatait rendszerezem. Tudod, ott van a mozi mellett az az irodaház, a sarkon. Igen, az igen, igen. Igen. Tök jó. Mm-hmm. Mindig ilyen sokáig vagy? Hát van, bocs, hogy... Bocs, ne haragudj, bocs. 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 Ez ki? Férjemé. Volt. Hát, mondjuk most is az övé. Férjed? Hát nem így igazi volt, csak így papíron. Mm-hmm. Lekopott. Érted? Mondjuk, hogy elment Németországba. Jó. Soll ich einen Arzt rufen oder brauchen Sie... Was wollen Sie von mir? Wollen Sie mir bitte sagen, wo Sie so um 4 Uhr rum waren? Was schauen Sie so? Hm? Mein Geschäft ist leider kein Erfolgsmodell. Spielt keine Rolle, ob ich hier rauche.
Möchten Sie auch eine? Oh, Entschuldigung. Ich war hier. Hab gewartet. Auf Kundinnen sind keine gekommen. Also, es tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie wissen wollen. Ja, wollen Sie vielleicht noch was von mir wissen, Frau Reine? Von Ihnen? Was soll ich denn von Ihnen wissen wollen? Dass mein Mann tot ist, das weiß ich schon. Also Ihr Mann hat Sie misshandelt und geschlagen. Und Sie wollten weg von ihm. Ich will immer noch weg. Zu viel Diskussion, zu viel Streit mit allen Leuten. Immer Streit, immer Diskussion. Und seinen Frust hat er an Ihnen ausgelassen. Sag doch du. Alle sagen du in Giesing. Leana. Böser Mann. Schlägt, lügt, klaut Geld. Ich wollte zur Polizei gehen, ihn anzeigen. Emanuel. Immer nur Verein im Kopf. Oh Gott. Fußball. Ist das das wahre Leben? Fußball. Hogy ne szeretnélek? Hogy a bánatban ne szeretnélek? Most amióta ezt elmondtad ott az erdőben, jó, ha egész héten aludtam vagy 4 órát. És ilyen hülye horoszkópokat nézegettek. Tegnap meg elsírtam magam, hogy egy idióta reklámol a tévében, és itt hordozom magammal ezt a hülye lakatot. Nem, én ezt nem akartam. Én ezt így nem akartam. Én ezt így egyáltalán nem akartam. Most akkor mostantól ezen fogunk folyton gyötrődni? Én már így is folyton az egyesztődöm. És? Jutottál bármire? Te se akarod elhagyni Petrát meg Csengét, nem? Vigyázz magadra! Ja, hallo? Jan Meyer. Rike Wildenstein, vermissen Sie ein Pferd? Ein Palomino? Wo ist sie? Luana ist ein Freigeist. Sie kann auf sich aufpassen. Sie hätte einen Unfall verursachen können. Sie macht doch nur kleine Spaziergänge. Woher wissen Sie, dass sie nicht versucht abzuhauen? Sie kommt immer wieder zu mir zurück. Unsere Scheidung war sehr hässlich, wissen Sie? Und ich habe so dafür gekämpft, dass Luana bei mir bleiben kann. Jetzt Ich habe noch nie jemanden getroffen, der den Pferden so in die Seele schauen kann. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. Wirklich? Mhm. Ja, das erste Gespräch seit Monaten. Ich habe ihn heute Morgen angerufen. Wir möchten, dass Luana bei Ihnen bleibt. Manchmal ist es wichtig, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern an die Hilfe brauchen.